Ja, also, crafte schön die ganzen Schienen. Wir. Karte. Wir laufen jetzt schräg hoch in fünffacher Geschwindigkeit. Tocken andauernd gegen Bäume gegen. Ja, zu viele Bäume. Hoffen, dass keine Basis in der Zwischenzeit gespawnt ist, sonst sind wir instant tot und das wäre nicht so schön. Und wir sind da. Einfache Geschwindigkeit. Okay. Problem Nummer 1. Die ganze Basis ist falsch rum. Also die Schmelzöfen sind oben. Das heißt, der Bahnhof müsste eigentlich oben hin, damit die Eisenplatten von hier aus zum Bahnhof kommen und dann das Ganze runterfährt. Wir könnten das umdrehen. Dann bräuchten wir allerdings wieder mehr Platz. Es geht. Wie viele Construction-Roboter haben wir da? 12. Bau bitte alle Mauern hier ab. So, und ich werde auch erstmal hier bleiben, um bei der Verteidigung zu helfen. Dann nehme ich ein paar von den Türmen weg. Die Türme müssen eigentlich auch alle weg. Hoffentlich kommt kein Angriff von unten. Aber eigentlich sollte da alles okay sein. Oh, ihr habt gar keine Kisten zum Reintun. Warte mal. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber das verstehe ich nicht. Da. Ihr habt doch hier die Provider Chest. Kann man die nicht auch zum Lagern nutzen? War ich eigentlich der Meinung, aber na gut. Also da muss alles rein. Dann erweitern wir das Netz nach unten bis hier irgendwo. Wofür ich da aber auch mehr Strommasten brauchen würde. So, bau mehr. Bitte, bitte habe ich genug. Ja, bau mehr davon. Da ist dann wieder das im Weg. Haben wir genug für Landfill? Bau bitte Landfill. So, und ich gucke mal, ob ich das hier zubekomme. Jo, sehr schön. Mach zu, alles zu. Ich glaube sogar die normalen, also die kleinen Landfills, die ich jetzt gerade benutzt habe, sind effektiver als die großen. Oh, na gut. Also, das wurde alles eingesackt. Das heißt, hier drin sind jetzt die ganzen Mauern. Die hätte ich gerne. Dann wäre der Plan, das Eisen kommt nach unten, wird hier in dem Bereich eingeschmolzen und hier in dem engen Bereich ist schon die Haltestelle. Das heißt, ich deute mal an. Zug hält. Hält hier irgendwo. Und hier sind dann die. Ja. Also wir müssen das hier auch noch teilweise zuschütten, je nachdem, wie viele Waggons wir hinten dran setzen, ne? Also wenn wir wirklich jetzt 6, 7 Waggons hinten dran setzen, wird das hier nicht passen. In der kompletten Basis nicht. Das ist ein wenig lästig. So, du zu. Hier schütten wir auch ein bisschen auf, obwohl wenn ich es so mache, ist es effektiver, ne? Ich habe keinen Stein mehr. Also wenn ich es da hinsetze, dann macht er den Rand da auch mit. Ja, haben wir krumme Schienen da? Das ist jetzt nämlich schon zu. Ja. Räume weg. Es geht so nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Lenfel, bevor wir da irgendwas machen können. Na, ich kann das schwer einschätzen mit der Länge. Also pro Muster Abschnitt, also zwischen den beiden Masten, war ein Waggon. Das heißt, wir könnten hier jetzt 5 Waggons. 1, 2, 3, 4. Naja, 4. 4 Waggons. Wobei die auch so ein bisschen rübergelappt sind. B- und Entladen. Oder wir schieben die ganze Mauer jetzt auch noch nach vorne. Aber das will ich alles nicht gleichzeitig machen. Dann kommt garantiert ein Angriff. Also setzen wir erstmal jetzt hier unten die Mauer neu, setzen wir die Türme neu. Und dann können wir gucken, ob wir nach rechts auch noch weiter erweitern wollen. Wobei unser Zug momentan ja eh nur 2, 3 Waggons haben wird. Und erst später machen wir mehr. Weil wir müssen ja testen, ob die besseren Züge vielleicht auch mehr Platz haben. Das wollte ich zumindest testen. Aber der doofe Geogon in der Vergangenheit hat sich verklickt. Das war dann nicht so schön.
Also die Türme, da. So. Drei werden nicht reichen eigentlich, aber okay. Ecke bekommt immer mehr. So. Es wird platztechnisch sehr komisch werden. Und wir ziehen erstmal die erste Reihe komplett drum. Und danach gucken wir weiter. Also 1, 2, da. Dass überhaupt schon mal eine Mauer steht für den neuen Bereich. Und ja, auch der Eingang hier wird wieder eine Schwachstelle sein. Aber es ist dann halt so. So, hier müssen unbedingt Lasertürme hin. Aber wir haben jetzt eine größere Fläche, die abgedeckt werden muss. Das heißt, hier, die gab es vorher ja gar nicht. Vorher hatten wir hier so einen, ne, überschaubaren Bereich. Jetzt ist das Ganze doch ein wenig unförmig geworden. Aber es passt sich halt an die Bucht hier an. Also sieht gar nicht mal so schlecht aus. So organisch gesehen. Also es ist kein bisschen symmetrisch mehr. Gut. Also das machen wir zu mit Steinen, die wir gerade nicht haben. Auch wenn hier irgendwo genau da hinten waren Steine. Aber die werde ich jetzt nicht abbauen. Das heißt, hier kommen nachher die ganzen Ärmchen hin. Ich glaube, ich tue mal so, als wenn das Ding schon da wäre, wo es sein muss. Das heißt, die Schienen kommen dann später hier gerade runter. Wenn ich das richtig sehe. Deute nochmal an. Ja, genau auf der Höhe wären dann die Schienen. Das heißt, ich kann das Schienensystem jetzt schon mal runterziehen. Damit ich unten... Ich kann schon mal anfangen, so zu tun, als wenn ich es runterziehe, weil hier ist auch noch überall Landfill. Also wir werden gut Steine verbrauchen. Sowohl für die Schienen, als auch für die Edelsteine, als auch für die Landfills. Und ich verstehe jetzt, warum am Anfang gesagt wurde, ich sollte auf jeden Fall immer bei den Fabriken, wenn sie Wasser filtern, Stein als Nebenprodukt nehmen, bei diesem Mod. Weil Stein ist super wichtig. Und ich habe keine Picke mehr. Picke. Ich habe keinen Stahl. Ich baue eine Eispicke. So, sonst treffen wir aber kein Wasser mehr, ne? Ne, sehr gut. Okay. Oder? Ja, okay. Also setzen wir jetzt ganz runter. Bis zu den Überresten von der Basis da. Das sieht nicht gut aus. Also südlich von uns ist da so ein etwas dickerer roter Punkt. Das könnte ein Wurm sein. Boah, wir haben ein Schild. Wir haben ein MK1-Schild, das voll aufgeladen ist. Na. Und wisst ihr, was ich eigentlich machen sollte? Ich sollte jetzt nach Hause laufen, den Wagen holen und den hier einmal durchheizen. Ich glaube, das ist geht ein bisschen schneller. Außerdem kann ich dann auch gleich die anderen Sachen holen. Ja, da ist ein großer Wurm, ein kleiner Wurm. Kann ich gleich die anderen Sachen holen für oben. Also primär mehr Lasertürme. Und ich habe den Radar nicht vergessen für Kupfer da oben. Aber ne, Zeit ist so ein Faktor gerade. Was haben wir hier? Genau, hier ist der Anfang der Bahnstrecke. Schub, 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 schub. Gut. Immer so ein bisschen bauen, wenn ich gerade dran denke. Also, wir brauchen Stein. Ganz, ganz viel Stein für Landfill. Den Landfill können wir auch schon nebenbei produzieren. Dann brauchen wir Batterien und Stahl für die Türme. Und grüne Chips, weil ich die nicht alle selber herstellen will. Momentan haben wir... Oh, ich habe den hinteren Waggon vergessen. Die hintere Lok vergessen. Aber ja, so wie die Bahn jetzt gerade aufgebaut ist, mit zwei Loks und drei Waggons, würde das super klappen. Frage ist halt nur, wie gut das läuft. Ja, ja. Na gut. Stein. Stein, 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 Stein. Baulandfill. Bisschen was. So. Dann Batterien. Also Eisen ist mal wieder leer, hole ich demnächst. Und ich bin an den Batterien schon vorbei, oder? Batterien. Kommen von oben, gehen da rum, da runter. So viele Bäume im Weg. Ach, da sind die Batterien. Okay, gib mir ein paar davon. Und Stahl. Stahl wird ein absolutes Problem sein. Oh, oder auch nicht. Dachte ich eigentlich, weil wir jetzt schon seit einer guten Folge bestimmt kein Eisen mehr hier hatten.
Also Lasertürme. Was? Woran hapert's? An Kupfer. Das glaube ich nicht. Die Kiste hier wird voll sein. Ja, sehr schön. Woran hapert's jetzt? An Eisen. Das ist nachvollziehbar und okay. Wo werden die Eisenplatten hingebracht? Achso, oben zu... Ja, okay. Oben zu Schwefelsäure und dergleichen. Das heißt, ich schnapp mir jetzt den Wagen. Ich schnapp mir jetzt erstmal ein paar Brennstoffblöcke, fällt mir gerade ein. Ja. Dann schnapp ich mir einen Wagen, fahr nach oben, liefere die Brennstoffblöcke ab, setz ein paar von den Mauern, setz ein paar von den Türmen, die inzwischen gebaut wurden. Und ich habe die grünen Chips vergessen, aber egal. Hol dann wieder Eisen, komm wieder runter. Du. So. Oh. Und bevor ich es jetzt zum dritten Mal vergesse, heize ich jetzt ganz kurz zum Kupfer. Versuche da nichts kaputt zu machen. Und setze da die Radaranlage hin. Radaranlage? Ich hätte schwören können, ich hätte sie schon gebaut. Hier sind Akkus. Akkus könntest du auch gebrauchen. Oh, ich gehe mal rein. So. Da kriegst du Akkus. Du bist alle, du bist bald alle. Ja, du bist auch alle. Dauert nicht mehr lange. Da ist hier alles alle. So. Ja, die Viertelreste müssen wir auch später noch machen. Aber jetzt Radaranlage. Übersehe ich die gerade? Ach, ich kann einfach mal hier die Radaranlage auswählen, dann müsste es im Inventar aufblinken. Tut's aber nicht und ich habe kein Eisen. Also bin ich jetzt hier und kann keine bauen. Sehr gut. Steig ein, fahr weg. Nicht schön. Also habe ich es jetzt beim dritten Mal nicht vergessen, kann es aber nicht bauen, weil ich nicht die Ressourcen habe. Runter, runter, runter. Und dann einmal den Schienen folgen. Achso, und aussteigen, das Ding reparieren und die letzten Würmerreste da wegmachen. Nicht, dass ich irgendwann in fünffacher Geschwindigkeit da einmal vorbeiheize und in fünffacher Geschwindigkeit gewonnen-hittet werde. Das muss nicht unbedingt sein. Außerdem hätte ich es echt gerne, dass zwischen unseren Basen keine anderen Basen auftauchen. Allgemein wäre es ganz schick, wenn wir unsere Umgebung frei halten könnten von Beißern, aber das ist, glaube ich, utopisch. Also komplett frei. So, push. Autosave, ja. So, tong tong. Okay, aussteigen. Mitnehmen. Ja, kann man immer gebrauchen. Und jetzt fahr einmal hoch zu den Schienen und danach gerade runter von den Schienen. Genau hier. Ja, erst müssen wir uns richtig einparken, dass ich weiß, wo gerade ist. Okay, dann halt rückwärts. So. Das ist nicht gerade. Ich mag Autofahren nicht. Runter. Vor allem im Dunkeln, wenn man nichts sehen kann. Die Bäume müssen noch weg. Der da muss weg. So, das könnte jetzt ein bisschen geholfen haben. Und der Wagen ist gleich Schrott. Aussteigen. Reparieren. Ich sollte lieber besseres Werkzeug herstellen. Das wäre ein wenig präziser als das da. Oder einfach mit der Schrotflinte einmal durchholzen. Das hat sich früher ja auch ganz gut bewährt. Aber gut, während ich es am Reparieren bin. Also wir wollen nach oben, wir wollen Mauern setzen, wir wollen die Brennstoffblöcke abgeben. Allgemein sollten wir da oben auch mal eine Automatisierung für die Brennstoffblöcke hinmachen. Aber das muss warten. Dann nehmen wir das Eisen mit, damit wir die Radarschüssel bauen können und damit die Hauptbasis überhaupt wieder erstmal anfängt zu arbeiten. Dann können wir hier später weiterbauen. Okay. Oh, und den Landfill muss ich noch hier deponieren. Tonk. Damit wir überhaupt hier durchkommen. Aussteigen. Landfill da. Machen wir komplett zu. So. Und da oben auch nochmal.